Heute zeige ich euch eine super effektive Methode zur Reduzierung von Mundfalten, bei der sich Botox, Filler und Co. ganz weit hinten anstellen können. Das Besondere an dieser Methode ist unter anderem, dass sie die Selbstheilungskräfte der Haut aktiviert. Los geht's! Vorab sollte ich noch sagen, dass dieses Video nichts für zarte Gemüter ist, denn ihr werdet mich gleich bei der Behandlung sehen und dabei wird es auch blutig. Aber für den Behandlungserfolg lohnt es sich auf jeden Fall. Falten um den Mund herum stören viele, aber Behandlungsmöglichkeiten für dieses Areal sind rar. Botox und Filler können hier bis zu einem gewissen Grad helfen, aber die Grenze zur Unnatürlichkeit ist schnell erreicht, was wir ja nicht wollen. Und auch plastisch-chirurgische Facelifts können oft diesen Bereich gar nicht oder nur sehr schwer verbessern. Für tiefe periorale Falten in der Mund- und Kinnregion bieten daher die Methoden des Dermasandings, der Dermabrasion und verschiedener Laserverfahren die effektivsten Ansätze. Ich konzentriere mich heute auf das Dermasanding, weil ich es in dieser Region für die beste Wahl halte. Denn aus meiner Sicht führt es deutlich seltener zu länger dauernden Rötungen als viele Laserverfahren, die zudem auch noch je nach Fall das Risiko von Pigmentstörungen in sich bergen können. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, was ihr tun könnt, um die Bildung von Mundfalten, also den sogenannten Barcode-Mund, zu verhindern oder zu vermindern, dann schaut euch dieses Video hier an. Bestenfalls wird dadurch eine Behandlung gar nicht mehr nötig. Nun zur Durchführung. Ich zeige euch jetzt die Anwendung und das Ergebnis eines Dermasandings in der Mundregion bei dieser 62-jährigen Patientin. Es störten sie vor allem die vertikalen Falten, die bis ins Lippenrot hineinziehen, die vergröberte Hautstruktur, aber auch die leichten bräunlichen Pigmentunregelmäßigkeiten über der Oberlippe. Legen wir los. Die Patientin hat eine lokale Betäubung von innen im Mund bekommen, quasi wie eine Zahnarztspritze. Die Wirkung setzt schnell ein und ich beginne die Haut abzuschleifen. Zuerst mit wenig Druck und dann erhöhe ich den Druck immer mehr. Dabei spanne ich mit der anderen Hand das Hautareal, um auf einer glatteren Fläche ebenmäßiger arbeiten zu können und die Haut beim Arbeiten zu stabilisieren. Abgetragen werden die oberste Hautschicht, die Epidermis, und die oberen Anteile der darunterliegenden Dermis, der Lederhaut. Stoppen wir mal eben das Video, denn ich möchte euch das kurz an diesem Modell erklären. Dieser Bereich hier, von hier bis hier, das ist die Epidermis. Und der große Bereich, der von hier bis hier unten reicht, das ist die Dermis. In ihr befinden sich auch Blutgefäße, Nerven, aber auch Schweißdrüsen, Haarfollikel, Talgdrüsen und noch viel mehr. Und wer sich fragt, was das Gelbe hier ist, das ist natürlich Fettgewebe. So, und ich eröffne bei der Behandlung diesen obersten Bereich der Dermis hier, diesen Bereich. Und deshalb kommt es auch zu Blutungen, weil sich ja in der Dermis Blutgefäße befinden. Würden wir nur die Epidermis abschleifen, dann käme es nicht zu Blutungen, weil wir hier keine Blutgefäße haben. Ihr seht hier die flächige Blutung, die wie gesagt dadurch zustande kommt, dass sich obere Anteile der Dermis eröffne. Würden wir nur die Epidermis abschleifen, dann käme es zu keiner Blutung, denn da sind ja keine Blutgefäße drin. Und wir hätten im Prinzip ein oberflächliches Peeling oder eine Mikrodermabrasion. Die würden aber niemals den Effekt erreichen, den ich euch gleich zeigen werde. Diese Methode darf nur von Ärztinnen und Ärzten mit einer speziellen Ausbildung und langjährigen Erfahrung durchgeführt werden. Denn wir setzen hier eine beabsichtigte, kontrollierte Verletzung, die dazu führt, dass im weiteren Heilungsprozess die Selbstheilungskräfte der Haut zum Tragen kommen. Und das führt unter anderem auch zu dem Straffungseffekt. Im Rahmen der Geweberegeneration kommt es auch zu einer Aktivierung der bindegewebsbildenden Zellen, der sogenannten Fibroblasten, die dann neue Bindegewebsfasern, zum Beispiel Kollagen und Elastin, bilden, aber auch aufpolsternde Zwischenzellsubstanz, unter anderem Hyaluronsäure. Und das führt dann insgesamt zu einer Verbesserung der Hautstruktur und zu einer Straffung. Also ich arbeite mich Areal für Areal weiter, bis ich eine gleichmäßige Blutung erhalte. Natürlich ist dafür diese langjährige Erfahrung, die ich schon erwähnt habe, wichtig, aber auch ein besonderes Feingefühl.
Wie ihr seht, hat die Patientin überhaupt keine Schmerzen und ist sogar sehr, sehr entspannt. Zur Entspannung tragen auch die feuchten Augenkompressen bei, die wir während der Behandlung auflegen. Und natürlich hat mir auch die Patientin die Einwilligung gegeben, dass ich ihre Videos und Bilder zeigen darf. Beim Dermasanding handelt es sich um eine Form der Dermabrasion. Diese kann auch maschinell mit rotierenden Schleifköpfen durchgeführt werden. Ich bevorzuge das manuelle Dermasanding, weil ich hier die ganze Technik per Hand sensibel und präzise viel besser steuern kann und sie auch für schonender halte als die herkömmliche Schleifkopfmethode. Dafür wende ich ein steriles, mikrofeines Schleifmaterial an, eine Art Sandpapier. Ihr seht, dass es nach dem Abwischen des Blutes gar nicht mehr so schlimm aussieht. Und wenn dann eine neue Hautschicht die abgeschliffene ersetzt, zeigt sich auch das Ergebnis einer glatteren, ebenmäßigeren Hautstruktur. Hier der Zustand nach 2 Tagen. Die Haut und die Lippen sind etwas geschwollen. Stellenweise nässt die Haut und es bilden sich Krusten über nahezu das gesamte Areal. Ihr werdet natürlich auch gleich noch Fotos vom Endergebnis nach einigen Monaten sehen. Während der gesamten Phase der Wundheilung erhalten die Patienten ein spezielles Hautpflegeprogramm, um die Wundheilung zu fördern. Und vielleicht noch wichtig zu sagen, sie haben keinerlei Schmerzen und sind nach ca. 7 bis 10 Tagen wieder gesellschaftsfähig. Ganz wichtig! Natürlich muss auch ein Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 50+ für mindestens 3 Monate aufgetragen werden, um die frische Haut vor UV-Strahlung zu schützen. Ich empfehle immer, einen Sonnenschutz prinzipiell täglich zu tragen. Mehr zu Sonnenschutz, UV-Strahlung und so weiter erfahrt ihr in meinen speziellen Grundlagenvideos dazu. So, und hier seht ihr jetzt das Ergebnis nach 5 Wochen und nach 4 Monaten. Und nun schaut euch mal den Unterschied zwischen dem Zustand vor der Behandlung und 4 Monate danach an. Ist das nicht sensationell? Natürlich können wir nicht in ein 60-jähriges Gesicht einen Babypopo zaubern, aber die Patientin ist überglücklich über dieses straffere und natürliche Ergebnis, auch über weniger Falten. Und selbst die Pigmentstörungen sind verschwunden. Deshalb liebe ich diese Methode so, weil wir hier mit den Selbstheilungskräften der Haut arbeiten und so schöne natürliche Ergebnisse erzielen können. Abgesehen von diesem schönen Ergebnis ist die Methode auch nachhaltiger, denn sie hält länger als zum Beispiel Botox oder Fillerbehandlung. Manchmal sogar viele Jahre. Natürlich können die Methoden auch untereinander kombiniert werden. Das muss immer im individuellen Fall entschieden werden. Übrigens lässt sich das Dermasanding auch für spezielle Formen von Aknenarben einsetzen. Auch dazu findet ihr ein Video hier auf meinem Kanal. In diesem Sinne, passt gut auf eure Haut auf und schaut euch gerne die Videos über Lippenpflege und Faltenprävention an, die ihr gleich in der Endcard angezeigt bekommt. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch!